So erkennt ihr die Qualitätsstufe eines italienischen Weins. Die einfachste Stufe ist der Vino da Tavola oder auch Tafelwein genannt. Bei diesem Wein ist übrigens die Angabe des Jahrgangs und der Rebsorten keine Pflicht. Es gibt keine besondere Kennzeichnung auf dem Etikett vom Tafelwein. IGT bzw. IGP bezeichnet italienische Landweine. Außerdem wird es nach strengeren Anforderungen produziert. Häufig wird die Qualitätsstufe auf dem Etikett auch ausgeschrieben. Indicazione Geografica Tipica. Als nächstes kommt der DOC. Dieser bezeichnet die zweithöchste Qualitätsstufe. Hier sind die Anforderungen noch strenger als bei IGT. Auch hier finden wir wieder die Qualitätsstufe ausgeschrieben. Denominazione di origine controllata. Ab und zu haben DOC-Weine auch eine Banderole, wo die Qualitätsstufe draufsteht. Die höchste Qualitätsstufe ist DOCG oder auch Denominazione di origine controllata e garantita. Auch immer erkennbar an der Banderole am Flaschenhalt. Nur 5% aller italienischen Weine haben diese Qualitätsstufe. DOC- und DOCG-Weine können innerhalb der EU übrigens auch als DOP gekennzeichnet sein. Folgt mir für mehr Tipps.